Hallöchen, Western-Freunde und willkommen zurück zu Red Dead Redemption. Wir sind in der dritten Folge angekommen und rennen direkt mal rüber zu Bonnie. Die wartet nämlich mal wieder auf uns. Wir haben unsere Schulden ja zum Glück letztes Mal beglichen. Diesmal wird es ein reiner Freundschaftsbesuch. Oder vielleicht klauen wir auch nur ein bisschen aus ihrem Haus. Mal schauen, was wir einfach finden können. Irgendwas wird da schon drin sein. Stolpersteine. Anscheinend jagen wir die Bonnie. Wir versuchen sie... Ja, guck mal, da rennt sie schon oben ins Schlafzimmer. Wir rennen einfach in ihr Haus rein. Und sie freut sich. Sie freut sich, uns zu sehen. Denkt sich gar nicht, vielleicht will er uns umbringen und uns dann tot vergewaltigen. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. Nun, da wisst ihr Bescheid. So kann eine versuchte Vergewaltigung auch zu einem kleinen Rennen enden. Ich mache natürlich nur Spaß, nimmt mir das nicht übel. Nur mir fällt gerade kein anderer Witz ein, da muss man sich irgendwie über schlechte Witze dann wisst was ich sagen will. Ich laber einfach wieder nur Quatsch. So wie immer. Und wir kümmern uns jetzt einfach mal um das Rennen gegen die werte Bonnie. Die ich natürlich niemals anfassen würde, wenn sie es nicht wollen würde. Ist ja klar. So. Die Frau kriegt natürlich einen kleinen Vorsprung. Oh nein. Sag ich ja. Wie gesagt, Lady kriegt einen kleinen Vorsprung. Wir dürfen jetzt die Feuerstellen hier lang reiten. Einmal um die ganze Ranch und hoffen, dass wir dieses kleine Rennen auch gewinnen. Kleine Nebeninfo. Es ist übrigens egal, ob wir gewinnen oder verlieren. Nur der Dialog am Ende wird sich verändern. Doch weil wir natürlich ein Siegertyp sind, werden wir versuchen, dieses Rennen niederschmetternd zu gewinnen. Ich wollte irgendwas Cooles und gewinnen dazu sagen. Irgendwie fällt mir nichts ein. Ihr müsst wissen, ich nehme seit ein paar Wochen nicht mehr auf und das Einzige, was ich gerade aufnehme, ist Red Dead Redemption. Also bitte nicht wundern, wenn ich nur Quatsch erzähle. Hatten wir gerade schon. Ah, egal. Na, wir liegen die ganze Zeit knapp in Führung. John Marston hat ein bisschen große Klappe deswegen. Und ich komme auch gerade total nicht darauf klar, diesen Weg hier irgendwie einzuhalten. Wir glotzen immer nach hinten. Die ist nämlich direkt hinter uns. Und abhängen können wir die leider auch nicht. Die scheint wohl genauso scharfsinnig darauf zu sein, zu gewinnen wie wir. Und hier geht's nach rechts. Leider bin ich drüber gesprungen. Und das scheint sie jetzt auch aufzuholen. Oh, guck mal, jetzt ist sie echt vorne. So schnell kann sich das verändern. Ich versuche mal ein wenig die Ausdauer von unserem Pferdchen aufladen zu lassen, dass wir gleich schön an ihr vorbeiziehen können. Na komm, mach mal hier nicht einen auf Macker, das bin nämlich ich. Das darfst du nicht vergessen, Bonnie. Wir sind hier der Macker. Ey, 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 das war eine Abkürzung, Bonnie. Jetzt ist sie schon am Schummeln, weil sie weiß, sonst wird sie verlieren. Komm mal, jetzt kommt, glaube ich, gleich noch eine Brücke. Ja, da vorne. Ah, ich konnte jetzt echt nicht an ihr vorbeiziehen. Okay, das könnte echt noch ein sehr knappes Rennen werden. Da müssen wir uns jetzt ranhalten. Vielleicht gleich auch nochmal eine mögliche Abkürzung benutzen. Guck mal, da kommt noch eine Brücke. Schaffen wir es jetzt? Nee, es ist gar keine Brücke. Ich bilde mir hier irgendwelche Brücken ein. Und Bonnie lässt wieder komische Sprüche fallen. Zum Glück mussten wir bis jetzt noch keine Kuh melken.
Das scheint auch nicht das spaßigste an dem Spiel zu sein. Ich hoffe, dass es auch nie kommen wird. Und auf Kühe melken habe ich jetzt gerade nicht wirklich Lust. Und wir sind wieder auf der Ranch angekommen. Sie ist direkt hinter uns. Aber wir sind vorne. Da vorne ist die Ziellinie. Und wir haben sie vernichtend geschlagen. Genau, vernichtend geschlagen. Wieso bin ich da nicht gerade drauf gekommen? Ein kleines Hühnchen. Ein Überlebendes. Schön. Eins, was wir nicht... eins, was wir vor den Kojoten retten konnten. So rum. You should go pay the Marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarlane. You do whatever you think best, Mr. Marston. Ja, und die Bonnie, die meint, ja, schau doch mal beim Marshal, bei dem süßen Sheriff in Armadillo vorbei. Die Frage ist, ob wir wirklich die Richtung des Gesetzeshüters einschlagen wollen. Meiner Meinung nach ist unser Mr. Marston eigentlich nicht so wirklich der Typ dafür. Da oben könnt ihr sehen, ob gute Taten, groß oder klein, werden von der Bevölkerung und den Gesetzeshütern registriert. Das Verhalten verändert sich dann auch. Je nachdem, ob wir gut oder böse sind, reagieren dann die Leute anders auf uns. Wir können auch natürlich berühmt oder berüchtigt werden. Das heißt, wir können eine Menge Ruhm sammeln und entweder Ehre sammeln oder unsere Ehre zerstören, damit wir der berüchtigte Mr. Marston sind, der wir wahrscheinlich auch werden. Noch sind wir ja nur ein kleiner Cowboy, der sich mit Mr. Williamson angelegt hat. Ich würde sagen, da wir eigentlich noch... Haben wir noch genug Zeit? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es mal. Wir rennen einfach nochmal direkt zu Bonnie. Dies ist Armadillo, USA. Soweit ich das nämlich jetzt beurteilen kann, Mr. Marston, how are you? Will die gute Bonnie nämlich jetzt auch nach Armadillo. Wie schon gesagt, und wir dürfen jetzt die werte Bonnie begleiten. Und dann sind wir auch direkt in Armadillo und dann könnten wir uns in der nächsten Folge direkt mal mit dem Sheriff treffen. Gucken wir, wie er auf uns reagiert. Wir sind ja immer noch ein Ex-Bandenmitglied. Natürlich dürften wir in Armadillo nicht bekannt sein. Es könnte ja trotzdem spannend werden. So, wir dürfen mit der Kutsche jetzt einmal nach Armadillo reisen. Und ich halte einfach mal die Backen während des Gesprächs, würde ich sagen. So, do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss, I have not. Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women. And neither one works. Frauenfeindlicher Spruch. Und darauf reagiert die Bonnie auch nicht allzu freundlich. Ja, wir sind ja immer noch in der Revolutionszeit. Und unser John Marston ist ein kleiner Frauenheld, ne? Da vorne in der Ferne könnt ihr schon Armadillo sehen. Hier vorne eine Kirche in einem Friedhof. Noch sind wir nicht verdorben. I appreciate your concern for us lesser mortals, Miss McFarlane. I really do. And if there was any other way out, I'd take it. I can assure you of that. Hier sehen wir auch schon einige Cowboys, die ebenfalls auf dem Weg nach Armadillo sind. Und wir sind auch schon fast angekommen. You never did tell me where you live. I have a small holding up in Great Plains. A farmer? Yeah, and I'm the Queen of England. And at what point during your day of hunting down outlaws do you find time to raise chickens? Only been at it 3 years or so. I guess I'm kind of new to it.
You're telling me? So who's looking after this farm of yours right now? Uncle. Well, he's not my uncle, as far as I know. Just an old dog who's as lazy as a lizard on a hot day. The kind of fella laboring under the delusion that age brings wisdom. Sounds like the perfect person to leave in charge of your entire livelihood. So this is Armadillo. Manhattan it is not, but it does okay for us. Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. Eine weitere gute Tat von Bonnie. Sie gibt uns eine Runde Medizin aus, damit wir endlich mal unsere Wunde versorgen können. Außerdem erfahren wir immer mehr über unseren John Marston. Ist seit 3 Jahren Farmer. In Great Plains hat er eine kleine Ranch. Ein alter Freund von ihm kümmert sich momentan um die Farm, während er hier ist. So, einmal Medizin bitte. Danke sehr. Der freundliche Marston hat sich natürlich auch nochmal bedankt. Und wir werden jetzt natürlich direkt die Medizin benutzen. Du bist bereits bei voller Gesundheit. Okay, damit sparen wir uns den Quatsch. Das heißt, wir haben uns schon durch unsere Supermutanten-Gene selbst geheilt. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Damit haben wir noch einmal Medizin in petto. Gehen wir nochmal direkt zu Bonnie. Und dann haben wir genug Zeit, uns noch ein wenig die Stadt anzugucken. Und ich frage mich, hört ihr mich eigentlich gut? Oh, ich weiß nicht. Guck gerade hier auf die Audioaufnahme und das sieht gar nicht mal so nice aus. Aber ich hoffe, das wird reichen. Zur Not werde ich es hinterher noch ein wenig bearbeiten, damit es für euch angenehm ist. Ja, angenehm. Ein sehr, 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 sehr witziger Spruch. Danke, danke, danke. So, damit wären wir jetzt alleine und ohne Aufsichtsperson in Armadillo. Die Kleinstadt ganz in der Nähe von Miss McFarlane's Ranch. Mit der Kutsche können wir jetzt schnell reisen. Ich meine bis jetzt nur wieder zurück zur Ranch. Auf der Karte seht ihr direkt vor uns in dem kleinen Gebäude einen Gunshop. Hier können wir uns tolle Waffen kaufen, also einen Waffenshop. Hier gibt es die Taverne, in der wir übrigens auch am Anfang waren. Hier sind wir das erste Mal rausgekommen und direkt in die Taverne, wo wir den älteren Herren kennengelernt haben. Hier ist der Gemischtwarenladen. Da kann man ja auch noch ein bisschen Quatsch kaufen, zum Beispiel auch Pferde. Da hat die Bonnie gerade ihre Milch und so verscherbelt. Poker können wir jetzt auch in der Taverne. Taverne, sagt man das? Da, ja, das war da, glaube ich, damals auch eine Taverne. Können wir da jetzt auch spielen. Dazu gibt es dann hier noch den Medizin, den kleinen Ernst, den Medizinshop. Wie nennt man sowas? Ich meine, er ist ja Arzt, aber hat anscheinend ja auch noch mal so einen kleinen Shop, wo er seine Drogen vertickt. Wie nennt man sowas? Ich weiß es nicht. Wir können übrigens auch noch mal zu Bonnie, die hat anscheinend noch einen kleinen Auftrag für uns. Da vorne ist direkt das Gefängnis und das Büro des Sheriffs. Da wollen wir aber heute noch nicht hin. Das schaffen wir nicht mehr. Stattdessen, da frage ich mich gerade, ob wir das auch schon machen können. Ein kleines anderes Minispiel und da geht es heute mal nicht um Pokern. Genau, da, Five Finger Filet. Können wir jetzt spielen, Filet? Was bist du denn für einer? Oh ja. Wenn du einen halben Kopf größer bist als ich, nehme ich dein Duell natürlich liebend gerne an. Schön, dass wir das heute schon noch in der Folge eingebacken bekommen. Unser erstes Duell, ein klassisches Revolvermänner-Duell. Natürlich habe ich es noch im Kopf, wie hart ich ihm... Ich spare mir die komischen Wörter wieder, sonst kommt wieder nur Quatsch raus, wisst ihr? Das Tutorial gucken wir natürlich auch noch einmal an, damit ihr Bescheid wisst. Und zwar können wir entweder LT drücken oder nach unten mit dem rechten Stick, um unsere Waffe zu ziehen. Wir sind in dem Black-Eye-Modus und zapp, das wär's dann auch schon. Zweimal ins Gesicht gezielt. Zieht er seine Waffe? Komm, komm, einen kriegst du noch.
Oh nein, was war das denn jetzt? Oh nein! Oh Gott, was habe ich denn falsch gemacht? Leute, ihr müsst wissen, ich war jetzt so selbstbewusst, weil ich es noch nie geschafft habe, ein Duell zu verlieren. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt falsch gemacht habe. Auf jeden Fall habe ich was falsch gemacht. Oh nein, und oh Gott, jetzt sind wir wieder hier. Oh, ist das peinlich, Leute. Jetzt habe ich das Duell echt verkackt und ich wollte eigentlich nur dieses Five Finger spielen. Ja, wir wurden jetzt zurückgebracht. Wir hätten auch eine in der Taverne ein Zimmer mieten oder kaufen können. Dann wären wir jetzt da wieder rausgekommen. Übrigens können wir hier jetzt auch Poker spielen. Hier gibt's bei Bonnie's Ranch den Gemischtwarenladen, kennt er ja schon. Und der Arzt hat da vorne auch sein kleines Schüppchen. Und hier können wir auch ganz chillig eine Runde Poker spielen. Werde ich jetzt heute nicht mehr machen, aber wenn ihr das wünscht, können wir das natürlich auch nochmal nachholen. Und ich würde sagen, da wir jetzt schon wieder hier sind, gehen wir in der nächsten Runde gar nicht direkt zum Marshall, sondern ich werde dann jetzt speichern und dann gucken wir in der nächsten Folge nochmal bei Bonnie vorbei, da ich nämlich sehr gerne das Lasso haben würde, was uns noch fehlt. Und wir können auch mit der Faust, wir können Leute verprügeln. Der Muskelmann, ey, der kann auch Leute verprügeln. Na egal, genug gequatscht, genug, genug geschämt, fremdgeschämt für euch. Das nächste Duell, da werde ich mich dann vielleicht ein bisschen mehr reinhängen. Tut mir leid, dass ich das jetzt echt so hart verkackt habe. Wie gesagt, es ist mir noch nie passiert. Diesmal ist es mir passiert. Vielleicht, weil ich diesmal noch auf schwer gestellt habe. Das könnte natürlich eine Möglichkeit sein. Ja, das ist sehr wahrscheinlich, dass wir jetzt auch nicht mehr einfach normal zielen können, wie es im Normalmodus war, sondern dass wir jetzt immer schön alles selber zielen dürfen. Jetzt haben wir schon abends. Ich hoffe, dass ihr in der nächsten Folge nochmal einschaltet. Auch wenn das mal wieder nicht eine Glanzleistung von mir war. Ja. Anstatt jemanden zu erschießen, würde ich sagen, mache ich jetzt hier einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge bei Bonnie wieder. Hoffe ich zumindest. Einschalten nicht vergessen. Lieber Like. Ach, ich hätte es schon wieder fast vergessen. So, nochmal eine coole Position finden. Nee, direkt auf dem Baum kommt ihr jetzt zu der Playlist von Red Dead Redemption. Oben links könnt ihr euch nochmal die zweite Folge reinschnuppern. Und oben rechts verlinke ich euch wie immer die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Hola. Hola heißt auch tschüss. Hola.